Hallo und herzlich willkommen bei Ausfahrt.tv. Wir sind heute in Köln und hier stellt Ford den neuen Ford Edge vor. Ein SUV-Modell, was oberhalb vom Kuga und vom Ecosport platziert wird. Charismatisch, geräumig und smart soll da sein, der neue Ford Edge. Und auf den Markt kommt er im Jahr 2015 und stellt dann das neue Flaggschiff der Ford SUV-Modelle dar. Alle guten Dinge sind drei. Neben dem Ford Kuga und dem Ford Ecosport überzeugt der Ford Edge durch sein eigenständiges Design, soll die Kunden aber auch durch die fortschrittliche Technologie in seinen Bann ziehen. Als Mitbewerber in der Größe sehen wir zum Beispiel den Audi Q5, den BMW X3, den Volvo XC60 oder aber auch den Mercedes GLK. Das Segment ist nicht nur spannend, sondern es wächst und wächst. Und daher macht es durchaus Sinn, das Fahrzeug auch in Deutschland bzw. Europa anzubieten. Unter der Motorhaube wird man in Europa zunächst zwei Motoren finden können. Zum einen einen 180 PS starken 2 Liter Dieselmotor mit 400 Newtonmeter oder die 210 PS starke Version mit einem Drehmoment von 450 Newtonmeter. Die kleinere Version ist an ein 6-Gang-Schaltgetriebe angeflanscht, während der größere Motor die Leistung über eine 6-Gang-Automatik abgibt. Allerdings kann der Fahrer dann über die Schaltpedal hinterm Lenkrad auch manuell Eingriff in die Gangwahl nehmen. Auf den 305 PS starken V6 Benziner, den man in den USA bestellen kann, müssen wir hier in Europa leider verzichten. Die Umwelt wird es uns danken. Lasst uns ganz kurz über ein paar Äußerlichkeiten sprechen. In die Radkästen passen ohne Probleme 20 Zöller und die LED-Technik, die sieht man beim Ford Edge an den Scheinwerfern und aber auch an den Rückleuchten. Der neue Ford Edge bekommt eine adaptive Lenkung. Diese verändert ständig die Lenkübersetzung und optimiert somit das Lenkverhalten. Darüber hinaus gibt es für die Assistenzsysteme eine Frontkamera und im Innenraum sorgen drei Mikrofone dafür, dass störende Geräusche herausgefiltert bzw. gewollte Geräusche verstärkt werden. Der Ford Edge wird als geräumiger SUV verkauft, verfügt hier über eine elektrische Heckklappe, eröffnet also elektrisch. Und ihr seht schon, es ist relativ geräumig. Bis zu 1788 Liter soll das Volumen betragen. Doch wie der sich im Alltag schlägt, das schauen wir uns demnächst mal in einem eigenen Test an. Der Parkassistenz wurde verbessert und erkennt nun auch den kreuzenden Verkehr. Der adaptive Tempomat verfügt über einen Kollisionswarner und natürlich zieht in den Ford Edge auch das neue Ford Sync 2-System ein, welches nicht nur das Infotainment-System darstellt, sondern auch einige Komfortsysteme über die Sprachsteuerung bedienen kann. Die Frontkamera dient übrigens nicht nur der 180-Grad-Ansicht von vorne, welches das Ein- und Ausparken bzw. auch das Befahren von Parkhauseinfahrten erleichtern dürfte. Nein, die Kamera liefert auch die Informationen für die Schildererkennung. Die erkannten Zeichen werden dann angezeigt und wer von uns kennt nicht die Situation, dass man einmal kurz abgelenkt war und später nicht mehr weiß, wie schnell man eigentlich fahren darf. Der Fahrer freut sich samt Beifahrer über beheizbare, aber auch über belüftete Vordersitze und im Winter steht dem Fahrer ein beheiztes Volant zur Verfügung. Volant, tolles Wort, oder? Richtige Motorjournalisten benutzen das, um das Wort Lenkrad zu vermeiden. Volant klingt hochwertiger und auch auf den ersten Blick passt das Wort zum Ford Edge. Er sieht nämlich auch im Innenraum hochwertig aus. Der neue Ford Edge ist natürlich ein SUV und ein SUV sollte auch geländegängig sein. Wie geländegängig er wirklich ist, können wir noch nicht sagen. Was wir aber sagen können, er hat ein intelligentes Allradsystem verbaut. Im Regelfall wird er über die Vorderachse angetrieben und wenn dann hinten Bedarf ist, wird die Kraft nach hinten weitergeleitet. Tja, und viel mehr können wir über den neuen Ford Edge noch gar nicht sagen, würden uns aber freuen, das Fahrzeug demnächst in einem Fahrvideo vorstellen zu dürfen. Euch hat das Video gefallen? Gebt uns ein Like. Ihr habt Fragen? Stellt sie gerne in den Kommentaren und wir würden uns natürlich freuen, falls ihr es noch nicht getan habt, wenn ihr uns abonnieren würdet. Bis zum nächsten Mal, euer Jens.